Zum Fahrplanwechsel 2022 trat auf dem Elektronetz Ost in Schleswig-Holstein ein neuer Verkehrsvertrag in Kraft. Dieser bringt für Pendler zwischen Hamburg und Lübeck sowie später auch bis Neustadt einige Verbesserungen und Veränderungen mit sich. So soll sich zum einen im Rahmen des Angebotes einiges verändern, aber auch neue, hochmoderne Fahrzeuge vom Typ Stadler KISS sollen die bisherigen Doppelstockwagen ersetzen. In diesem Video stelle ich euch die neuen Fahrzeuge, die Veränderungen im Angebot und auch die Entwicklungen in der nahen Zukunft auf dem Elektronetz Ost genauer vor. Viel Spaß beim Anschauen! Beginnen wir wie immer mit der Vorgeschichte. Zum Fahrplanwechsel 2009 trat mit dem Netz Ost ein Verkehrsvertrag zwischen der DB Regio und dem Land Schleswig-Holstein in Kraft. Dieser umfasste so unter anderem den Regionalexpressverkehr zwischen Hamburg und Lübeck. Stündlich würde so je ein Regionalexpress mit Halt in Bad Oldesloe und Rheinfeld und ein Regionalexpress mit Zusatzhalt in Ahrensburg angeboten. Zum Einsatz kam die Baureihe 112 mit modernen Doppelstockwagen. Ab 2020 wurden auch anstatt den Elektrolokomotiven der Baureihe 112 aus den 90er Jahren die moderne Baureihe 146.2 eingesetzt. Seit dem Fahrplanwechsel 2014 wird der RE, der nicht in Ahrensburg hält, als RE8 und der RE mit Halt in Ahrensburg als RE80 bezeichnet. Letzterer fuhr lange Zeit nur werktags. An Sommerwochenenden wurde der RE8 bis Lübeck-Travemünde-Strand durchgebunden. Ebenfalls zum Netz Ost gehören weitere Leistungen, wie zum Beispiel die RB85 Lübeck-Neustadt und die RB86 Lübeck-Lübeck-Travemünde-Strand. Auf diesen beiden Linien wurden Fahrzeuge vom Typ Lind 41 eingesetzt. Seit 2020 kamen auf der RB86 Doppelstockwagen mit einer Elektrolokomotive zum Einsatz. Zum Fahrplanwechsel 2022 schrieb die NASH, die im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein für die Bestellung von Nahverkehrszügen in Schleswig-Holstein verantwortlich ist, den Verkehr des Netz Ost komplett neu aus. Dabei wurden unter anderem auch Neufahrzeuge gefordert und das Konzept angepasst. So soll der RE8 nun immer mit zwei Zugteilen von Hamburg bis Lübeck verkehren. Im Lübecker Hauptbahnhof soll dann immer eine Zugteilung stattfinden. Der eine Zugteil soll wie die bisherige RB85 bis nach Neustadt in Holstein und der andere wie die bisherige RB86 bis Lübeck-Travemünde-Strand durchgebunden werden. Auf beiden Linien führt dies zu Kapazitätserweiterungen, einem halbstündlichen statt stündlichen Angebot und eine attraktive Durchbindung zum meistfrequentierten Bahnhof Deutschlands, dem Hamburger Hauptbahnhof. Um diese Zugteilung zu ermöglichen, können die bisherigen Lokwagengarnituren so nicht mehr eingesetzt werden. Stattdessen hat die DB Regio als Gewinner der neuen Ausschreibung 18 neue, hochmoderne Fahrzeuge vom Typ KISS beim Hersteller Stadler geordert. Diese neuen vierteiligen Doppelstockzüge besitzen 405 Sitzplätze pro Zugteil
und setzen neue Komfortakzente zwischen den beiden Hansestädten Hamburg und Lübeck. So verfügen die Stadler KISS über hochauflösende Infotainment-Systeme zur Fahrgastinformation, Klapptische und Gepäcknetze, Tische an den Vierersitzgruppen und Steckdosen. Neu ist ebenfalls das Reservierungssystem. Auch kostenfreies WLAN wird in den Fahrzeugen angeboten. Hinzu kommen Gepäckablagen für größeres Reisegepäck, wie zum Beispiel Koffer. Ebenfalls wurden auch die Sitzmodelle ausgetauscht. In den Steuerwagen werden großzügige Mehrzweckabteile und eine behindertengerechte Toilette bereitgestellt. Im Gegensatz zu den bisherigen Doppelstockwagen ist in die Triebwagen ein barrierefreier Einstieg möglich. Obwohl die Fahrzeuge weiterhin der DB Regio gehören, sind die Züge innen wie auch außen im Corporate Design der NASH gehalten. In den oberen Etagen der Steuerwagen stellt die DB Regio Sitzplätze der ersten Klasse zur Verfügung. Die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge erfolgt im Bahnbetriebswerk in Hamburg-Tiefstack der Nordbahn. Da die Elektrifizierung der Bahnstrecke Lübeck-Neustadt noch nicht erfolgt ist, kann das neue Konzept mit dem Zugteil nach Neustadt leider erst wohl noch nicht ausgefahren werden. Stattdessen werden zwischen Lübeck und Neustadt modernisierte Linien 41 eingesetzt, die weiterhin als RB 85 verkehren. Während meines Aufenthalts in Lübeck Ende Januar wurde auf einem Umlauf der RB 85 eine Garnitur bestehend aus der Baureihe 218 und drei Doppelstockwagen eingesetzt. Auch nach Lübeck-Travemünde-Strand muss im Lübecker Hauptbahnhof noch umgestiegen werden. Stattdessen fährt dort übrigensweise nun erstmal weiterhin die RB 86 ab. Dafür allerdings bereits mit einem neuen, schönen, modernen Stadler KISS. Während meines Aufenthalts Ende Januar waren noch nicht alle Stadler KISS ausgeliefert. Nur auf einem der vier Umläufe zwischen Hamburg und Lübeck pendelte ein Umlauf aus zwei Triebwagen. Die anderen Umläufe wurden weiterhin mit einer Elektrolokomotive der Baureihe 112 und sieben Doppelstockwagen bedient. Diese Umläufe sollen dann sukzessive auf die modernen Fahrzeuge umgestellt werden. Ab dann soll dann auch bereits der Zugteil nach Lübeck-Travemünde-Strand umgesetzt werden. Angebotstechnisch gibt es noch eine weitere erwähnenswerte Neuerung. So sollen nun in der HVZ immer Sprinter zwischen Hamburg und Lübeck verkehren, die die Strecke ohne Halt in nur 38 Minuten Fahrzeit zurücklegen. Diese unter dem Produktnamen RE8X vermarkteten Züge sollen dann immer kurz vor einem regulären Regionalexpress losfahren. Nicht Teil der neuen Ausschreibung war die zwischen Hamburg und Bad Oldesloe pendelnde RB 81, die alle Zwischenhalte bedient. Da diese in den kommenden Jahren als S4 in das S-Bahn-System integriert werden soll, hat die S-Bahn Hamburg bereits einmal die Regie über den Betrieb übernommen, der jedoch weiterhin von der DB Regio als Subunternehmer mit den bisherigen Garnituren aus der Baureihe 112 und den Doppelstockwagen erbracht wird. Statt 5 Wagen werden nun jedoch immer 6 Wagen eingesetzt. Aufgrund von Bauarbeiten fahren jedoch nun leider erst einmal die HVZ-Verstärker bis Ahrensburg weg.
Ich persönlich freue mich über die neuen, hochmodernen Fahrzeuge vom Typ Stadler Kiss sowie vor allem auch über das neue Konzept. Zwar ist es schade, dass die nicht einmal 20 Jahre alten Doppelstockwagen bereits ersetzt werden, dafür wird aber ein neues, attraktives Konzept mit Zugteilung und neuen umsteigefreien Verbindungen angeboten. Durch eine erhöhte Beschleunigung kann zudem mittelfristig auch ein neuer Halt in Lübeck-Meusling realisiert werden. Ebenfalls neu in Kraft trat zum Fahrplanwechsel 2022 der Verkehrsvertrag zwischen Kiel, Lübeck und Lüneburg der privaten Eriks GmbH. Gerne hätte ich euch in diesem Video auch die Veränderungen dort präsentiert. Die neuen Stadler Flirt Akku befinden sich jedoch noch nicht im Einsatz. Stattdessen setzt die private Eriks GmbH weiterhin die von der DB Regio angemieteten Bestandsfahrzeuge vom Typ Lind 41 ein und hat mit akutem Personalmangel zu kämpfen. Dadurch fielen diverse Leistungen aus und Pendler durften sich über einen Ersatzverkehr mit Bussen freuen. Ein Video über die neuen Verkehre liefere ich euch nach, wenn die Stadler Flirt Akku im Einsatz sind. Aus informierten Kreisen erfuhr ich, dass damit in etwa zur Kieler Woche im Sommer zu rechnen sei. Damit wäre ich dann am Ende dieses Videos angelangt. Was haltet ihr von dem modernen Stadler Kiss und dem neuen Konzept auf dem Elektronetz Ost? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.